Ja, ich habe mir wieder einfach den nächsten Untersuchungsbericht geschnappt, ohne groß drauf zu achten. Na, es ist, die Deckseite sieht immer so aus und ich lese mir dann unten diesen ganz kurzen Dings durch, um zu wissen, worum geht's eigentlich ganz grob. Und da war ich doch überrascht. Ich lese euch mal vor, also das ist schon wieder etwas Ungewöhnliches. Art des Ereignisses Unfall vom 4.8.2017 in Jahnsdorf, wo immer das sein mag. Luftfahrzeug, Flugzeug, Hersteller, Muster und jetzt wird's interessant. Focke Wulf, FW44J Stieglitz. Das ist aus dem Zweiten Weltkrieg, das Ding. Personenschaden, 2 leicht verletzt. Nee, warte mal, kann doch nicht sein. Die Focke Wulf 44 ist doch kein Zweisitzer. Hast du Schulungsmaschinen? Ja, werden wir gleich rausfinden. Da sind bestimmt Zeichnungen drin. Flugzeug schwer beschädigt, Lampen der Flugplatzbefeuerung beschädigt. Ja, um Gottes Willen. Ereignis und Flugverlauf. Das Flugzeug startete um 12.19 Uhr auf dem Flugplatz Chemnitz-Jahnsdorf. Jetzt weiß ich auch, wo Jahnsdorf ist. Zu einem Einweisungsflug. Nach eigenen Aussagen hatten beide Piloten unmittelbar nach dem Abheben festgestellt, dass die Höhenrudersteuerung keine Wirkung zeigte. Daraufhin reduzierten sie die Motorleistung. Das Flugzeug ging in einen Bahnneigungsflug über, man könnte auch Sinkflug sagen, schlug innerhalb der Grenzen des Flugplatzes auf den Boden auf und kam nach ca. 30 Metern zum Stillstand. Also 30 Meter ist nicht viel, dann musst du doch ganz schön angeklatscht sein da. Verantwortlicher Luftfahrzeugführer, oh, hier ist es noch tabellarisch aufgeführt. 56, männlich, hat alle möglichen Lizenzen und Gesundheiten, Gesamtflugerfahrung 16.000 Stunden. Das ist schon nicht schlecht. Er hat auch eine CPL, also eine Corporate Pilot License. Der Co-Pilot war 59, männlich, PPLA, also ein ziviler Flugschein sozusagen, Tauglichkeit Stufe 2, Gesamtflugerfahrung 650 Stunden. Ja, das ist noch nicht so viel, schon gar nicht für den Stieglitz. Da ist das Baumuster? Nee, kein Foto, kommt noch. Beschreibung des Musters, jetzt bin ich gespannt. Das Flugzeugmuster FW44 hat Stieglitz. Wurde nach den Bauvorschriften für Flugzeuge Ausgabe 1936 zugelassen. Diese Musterzulassung wurde nicht von der Europäischen Agentur für Flugsicherheit übernommen. Das Muster fiel unter die Festlegung der Verordnung Das Luftfahrzeug unterlag dem nationalen Luftrecht. So, ein einmotoriger Doppeldecker, also definitiv kein Focke-Wulf-Jäger, wie ich ihn jetzt gerade vor Augen hatte, ein einmotoriger Doppeldecker mit 2 Pilotensitzen in Tandem-Anordnung hintereinander. Das Flugzeug verfügt über eine mechanische Steuerung des Höhenruders. Der vordere und der hintere Steuerknüppel sind mit einer Steuerstange verbunden. Die Eingaben werden von dem hinteren Steuerknüppel durch eine weitere Steuerstange an einen Umlenkhebel weitergeleitet. Von diesem Umlenkhebel führen 2 Seilpaare zu den beiden Höhenrudern. So. Könnt ihr euch so vorstellen, ne? Bla bla bla. Die hintere Steuerstange ist am Steuerknüppel mit einem Kugelkopf befestigt. Die Verbindung am Umlenkhebel der Seilsteuerung erfolgt durch einen Gabelkopf. Ich bin froh, dass ihr das jetzt wisst. Muster und Instandhaltungsunterlagen. Bla bla bla. Folgende Dokumente. Handbuch, Betriebsflug, Baubeschreibung, Kurzbeschreibung, Ersatzteilliste, Instandhaltung, bla bla bla, Subcontractor, wie interessant, bla bla, wurde auf den Land diese Instandhaltung an die Firma so und so gebracht, bla bla bla. Nach Angaben dieser Firma habe sie nur als Subcontractor gearbeitet und deswegen keine Instandhaltungsunterlagen vorlegen können. Sie gab weiter an, dass Spezialisten aus Deutschland alle Unterlagen beschafft und die Kontrollen organisiert hätten. Der BFU lag ein Arbeitsbericht vor. Dieser belegt verschiedene Arbeiten, bla bla bla. Der Haufen da unten wird immer größer. Ja, Sputum und Auswurf. Partikel auf der Glottis, das hat man davon. Ja, schlechte Sicht, wa? Bla bla bla. Weiterhin lag der BFU eine Ersatzteilliste vor. Durch einen Instandhaltungsbetrieb wurde der BFU eine Zeichnung so und so Höhensteuerungsstange. Was? Höhensteuerstoßstange heißt das Ding, tatsächlich. Weitere Unterlagen, bla bla bla, standen der BFU nicht zur Verfügung. Instandhaltung. Subkontraktor, was nochmal? Naja, verschiedene Personen für dieselbe Moment.
Der BFU lagen drei Versionen dieses Arbeitsberichtes vor, in denen die Tabellen List of Aircraft Overhaul Report unterschiedlich ausgefüllt waren. In den Tabellen hatten verschiedene Personen für dieselbe Arbeit unterschrieben und sie wurden entweder abgestempelt oder nicht abgestempelt. Eine Version dieses Arbeitsberichtes enthielt sowohl eine angestempelte als auch eine nicht abgestempelte Tabelle. Bla bla bla, von den folgenden Geschichten waren bla bla bla. Waren dann zwei Prüfer, die Überwachung der Instandhaltung. Aha, im Jahr 2015 bat der Hersteller nacheinander zwei Prüfer, die Überwachung der Instandhaltung bei der Firma Termikas in Litauen zu übernehmen. Diese Prüfer nahmen die Tätigkeit aber nicht auf. Unter anderem gab ein Prüfer an, dass die Arbeiten bereits zu weit fortgeschritten und die notwendige Dokumentation nicht vorhanden seien und er deshalb den Auftrag nicht übernehmen könne. Bla bla bla, das Lufttüchtigkeitszeugnis wurde wegen Unvollständigkeit des Antrages nicht aufgestellt. Daraufhin beantragte der Halter am so-und-so-vielten 2016 die Ausstellung einer Flugzulassung gemäß § 12 Luftfahrzeugverordnung. Luftverkehrszulassungsordnung. Die Unbedenklichkeitserklärung auf dem Antrag der Erteilung einer Flugzulassung gemäß blablabla hatte ein dritter Prüfer unterschrieben. Dieser Prüfer gab an, dass er die Unbedenklichkeit für diese Flugzulassung ausgestellt habe, da das Flugzeug in einem nach JAR 145 zugelassenen Betrieb instand gehalten wurde, der Betreib und die Qualitätsstandards seit 20 Jahren bekannt waren und Dokumentation und Ersatzteillisten vorlagen. Die Führung der Lufttüchtigkeit durch den Halter erfolgte und ein Instandhaltungsprogramm vorlag. Die Zulassung der Luftfunkstelle und die Versicherungsbestätigung vorlagen und das CAM-Blatt 726-1 New Annex 2 anwendbar war. Eine Sichtkontrolle am Flugzeug habe er nicht vorgenommen. Wozu auch? Sollte man den TÜV-Prüfern eigentlich auch mal klar machen, dass sie das Auto nicht extra sehen müssen, um es zuzulassen. Die Bauaufsicht wurde in seiner Kenntnis nach vom Halter und dessen Bekannten ausgeführt. Wozu braucht man dann noch einen Prüfer? Frage ich jetzt mal so. Flugüberlassung wurde bla bla nach Deutschland überführt, bla bla, weitere Fluchtzulassung, die Flüge luftfahrttechnisch betrieben, Nachprüfung bla bla genehmigt, bla bla bla, Unbedenklichkeitsbelege wurde wieder von einem anderen Prüfer ausgestellt. Befundbericht hatte er dazu bemerkt, dass die um eine Folgeunbedenklichkeit handelte und diese auf der Fluggenehmigung vom so und so vielten basiert. Im lagen zusätzlich zur Freigabebescheinigung für den Propeller und die Unterlagen der Avionikprüfung vor. Ja, der erste hat geprüft, weil es wird schon gut gehen. Der zweite hat geprüft, der andere hat es auch geprüft. In beiden vorliegenden Bordbüchern waren keine Freigabebescheinigungen nach Verordnung so und so viel eingetragen. Andere Instandhaltungsarbeiten vor dem Flug waren nicht dokumentiert. Der Halter hatte in einer Selbsterklärung zur Abweichung von einem gemäß § so und so viel genehmigten Instandhaltungsprogramm angegeben, dass das Luftfahrzeug in Übereinstimmung mit den vom Halter der Musterzulassung des Luftfahrzeuges herausgegebenen Instandhaltungsunterlagen instand gehalten wird. Manchmal habe ich das Gefühl, die machen das Absicht. Mit Absicht. Absichtlich, ja. Die Angaben zu den vorhandenen Instandhaltungsunterlagen waren in ihrer HP nicht enthalten. Bla bla bla, bla 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 bla. Aufzeichnungen waren nicht vorhanden, Freigabebescheinigungen haben gefehlt, nicht gefunden, meteorologische Informationen, Wetter war gut, alles in Ordnung, Angaben zum Flugplatz war alles in Ordnung, Unfallstelle und Feststellung am Luftfahrzeug. Ich bin ein bisschen unterleuchtet, ne? Ein bisschen unterbelichtet bin ich manchmal, wenn ich nicht zu nah dran bin jedenfalls. Aber immerhin habe ich, durch diese Ringleuchte habe ich strahlende Augen. Faszinierend, Mr. Spock. Durch eine an der Bergung des Flugzeuges beteiligte Person wurde festgestellt, dass der Gabelkopf vollständig von der hinteren Steuerstange der Höhenrudersteuerung gelöst war.
Bei weiteren Untersuchungen stellte die BFU fest, dass sich am Ende der hinteren Steuerstange zwei gegenüberliegende Bohrungen im Abstand von 7 mm und jeweils eine Bohrung im Abstand von 13 mm und 17 mm befanden. In den Gabelkopf befand sich eine durchgehende Bohrung, 16 mm vom Gewindeanfang. Sie war mit einem dunklen Material, Klammer auf Schmutz, Klammer zu, verschlossen. Die Mutter auf dem Gabelkopf befand sich in einem Abstand von 23 mm vom Gewindeanfang und war nicht leichtgängig drehbar. Das Gewinde hat eine Länge von 43 mm. Brand? Kein Brand. Organisation und deren Verfahren. Da wird jetzt wieder ausgiebig erklärt, wie man eigentlich zulassen müsste. Ausführung des ausführenden Betriebs in Litauen, EU-Verordnung Nummer so und so viel und schlag mich tot, zusätzliche Informationen. Das heißt, andere haben schon Folgendes gemacht. Beurteilung. So, beide Piloten hatten alle möglichen Erlaubnisse. Der Ausfall der Höhensteuerung wurde in einer Flughöhe bemerkt, die wenig Raum für eine umfassende Entscheidungsfindung ließ. Da es in den vorhandenen Betriebsunterlagen keine Angaben darüber gibt, wie beim Ausfall der Höhensteuerung zu verfahren ist, kann nicht beurteilt werden, ob die Weiterführung des Fluges und die Steuerung des Flugzeuges mit Hilfe der Höhensteuertrimmung den Unfall verhindert hätte. Technische Untersuchung. Jetzt kommen wir, glaube ich, allmählich mal zum Punkt, aber auch das werde ich kürzen müssen, weil das sind allein drei Seiten hier. Und viel besteht ja immer aus dem, was Sie vorher schon beschrieben haben. Bla 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 bla. Aha, der Kugelkopf am vorderen Ende der Steuerstange ist keine Sicherung gegen eine axiale Drehung, so wie es bei vielen anderen Steuerstangenarten vorhanden ist. Zum Beispiel bei fest angeschweißtem Gabelkopf. Beim Lösen der Gegenmutter kann sich somit der Gabelkopf aus der Steuerstange drehen. Diese Drehung wird durch die Querrudereingaben am Steuerknüppel weiter unterstützt. Aufgrund der konstruktiv fehlenden Sicherung am vorderen Ende der Steuerstange ist ein Sicherungselement am Gabelkopf notwendig. Die Gegenmutter kann diese Funktion nicht erfüllen, auch wenn einige Flugzeuge nur mit einer Gegenmutter ausgerüstet waren. Nach der für dieses Flugzeug gültigen Bauvorschrift von 1936 waren Gegenmuttern als Sicherungselemente nicht zulässig. Gleichwohl war die Verwendung an der Steuerstange sinnvoll, da dadurch das am Gewinde vorhandene Spiel eliminiert werden konnte. Die BFU konnte nicht klären, ob die Gegenmutter bei den Instandhaltungsarbeiten fest angezogen wurde. Es ist wahrscheinlich, dass sie nicht fest angezogen war, da die Trennung bereits nach wenigen Flugstunden erfolgte. Nach Auffassung der BFU ist die Installation eines formschlüssigen Sicherungselementes notwendig und war auch vorgesehen, da nur so die Forderungen der Bauvorschrift erfüllt werden können. Im Verlauf der Untersuchung konnte nicht geklärt werden, welche Art von Sicherung der Höhenrudersteuerung, zum Beispiel Splint-Sicherung, Nadelsicherungsdraht, bei dem Muster vorgesehen war. Bla 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 bla. Ah, es gab also offenbar eine Zeichnung für ein formschlüssiges Bauelement, aber die entsprechende Stückliste, also Ersatzteilliste, ist nicht vorhanden und es konnte nicht genau geklärt werden, was da nur eigentlich hingehört. Ein Beleg dafür, dass bereits in der Musterdefinition die Sicherung mit einem Splint vorgesehen war, ist die Feststellung, dass bei der Mehrheit der in Deutschland betriebenen FW44J, es gibt also noch mehr, Splinte verwendet wurden. Bla bla bla. So, und die BFU ist wieder zu den umwerfenden Erkenntnissen gelangt. Fehlen von eindeutigen Instandhaltungsunterlagen, fehlende abschließende Untersuchung, fehlende Freigabebescheinigung, falsche Interpretationen der hinteren Bohrung als Kontrollbohrung kann dazu beigetragen haben, dass der Splint bei den 5 anderen Flugzeugen ebenfalls nicht eingebaut war. Bla bla bla. So, mit der Herausgabe der Lufttüchtigkeitsanweisung D-2017-264 durch das Luftfahrtbundesamt. Ich bin schon wieder ganz ausgeleiert. Wurde die Verwendung einer formschlüssigen Verbindung in der Instandhaltungsunterlage aufgenommen? Damit ist der Zweck dieser Bohrung in der hinteren Steuerstange eindeutig definiert. Muster und Instandhaltungsflugzeuge in Litauen. Der Umfang der Instandhaltungsarbeiten am Flugzeug in Litauen konnte nicht eindeutig geklärt werden. Die Vorgaben des Halters waren allgemein und enthielten keine Referenz zu Instandhaltungsunterlagen.
Die Arbeitsberichte der Firma enthielten zwar Referenzen zu Instandhaltungsunterlagen, jedoch konnte die Arbeitsschritte daraus nicht abgeleitet werden. Es war daher nicht möglich nachzuziehen, ob und welche Arbeitsaufträge für die Durchführung der Arbeiten an der Höhensteuerung vorlagen und wie diese Arbeiten durchgeführt oder kontrolliert wurden. Bla bla bla. Das BFU konnte nicht in Erfahrung bringen, wie die Kontrolle der Arbeiten bei der Firma so und so organisiert waren. Einerseits gab die Firma an, dass sie keinerlei Verantwortung und nur als Subcontractor für die deutschen Hälter des Flugzeugs gearbeitet habe. Andererseits wurde die Durchführung der Arbeiten dokumentiert. Damit war die Übernahme von Verantwortung dokumentiert, die sie dann aber wieder nicht übernehmen wollten. Nach Auffassung der BFU sollte bei der Firma Technicast die Organisation der Arbeiten dahingehend verbessert werden, dass vor Arbeitsaufnahme klar ist, wer die Verantwortung für sie übernimmt. Außerdem sollte dafür Sorge getragen werden, dass die Dokumentation der Arbeiten eindeutig ist und nicht verschiedene Versionen eines Arbeitsberichtes vorhanden sind. Organisation, und so müsst ihr alles viel besser machen und dafür müsst ihr und bla 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 bla. Da ist jetzt noch ein Diagramm, wie es machen müssten. Nach Auffassung der BFU hätte der Halter dafür sorgen müssen, dass vor dem Beginn der Arbeiten ein Prüfer die Instandhaltung organisiert, bla bla bla. Bla bla bla, Ausstellung der Flugzulassung, bla bla bla, Schlussfolgerung, Feststellung, 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 meine Fresse, sind hier viele Feststellungen. Bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Im Grunde steht hier jetzt nichts drin, was vorher schon gesagt wurde. Die Steuerstelle hat sich gelöst, weil kein Splint drin war und wer jetzt schuld ist, kann irgendwie nicht so richtig, nicht wahr? Es gab keine Vorgaben des Landes, des Luftfahrtbundesamtes. Es gab keine Vorgaben des Luftfahrtbundesamtes, welche Voraussetzungen für die Feststellung der Unbedenklichkeit für die Erteilung einer Flugzulassung gemäß Paragraph so und so viel erfüllt sein müssen. Tja. Auch das wurde ausgestellt ohne und dies wurde ausgestellt ohne. Unfallursache. Ja, und die BFU hat folgende Sicherheitsempfehlungen herausgegeben. Künftig eine formschlüssige Sicherung des Gabelkopfs. Luftdüchtigkeitsanweisung habe ich ja schon vorgelesen. Das Luftfahrtbundesamt sollte definieren, welche Anforderungen für die Unbedenklichkeitserklärung. Die Anforderungen sollten vergleichsweise mit der Feststellung bla bla bla. Anlagen. Na gut, jetzt kriegen wir wenigstens ein paar Fotos. Gut, da kann ich was mit anfangen. Mit Fotos. Ja, so sieht das gute Stück jetzt aus. Bisschen zerknittert. Aber so ist das, wenn man ohne Gabelkopfsicherung führt. Und da ist jetzt... Aha. Echt jetzt so wieder reingedreht? Ah, jetzt verstehe ich auch, was Sie von dem Loch reden. Ne? Erstmal das obere Foto. Da sieht man der ganze komplett. Und jetzt hier unten sieht man, dass dieser Gabelkopf in ein Rohr, also die Steuerstange, hineingeschraubt wird. Und das hintere Loch, dass das 17 mm weit weg ist. Da sollte vermutlich ein Splint durch, damit sich dieser Gabelkopf da nicht rausdrehen kann. Ne, die haben wahrscheinlich die Kontermutter festgezogen und gemeint, das ist wohl dafür da. So, das ist die... Oh, eine Überwurfmutter. Das ist ja interessant. Das ist ja mal eine Überwurfmutter mit Zahnrad als Sicherung sozusagen. Ja, wie gesagt, selber runterladen und dann schön ausgiebig in groß sehen. Beispiel für die zusätzliche Sicherung bei einem anderen Flugzeug desselben Musters. Und genau da kann man den Splint hinten sehen, der durch das Rohr hindurch geht. Ja. Ja, jetzt gibt es noch Zeichnungen, Benennungen, alte Typenlisten. Lufttüchtigkeitsformular, Verordnung vom, bla bla bla, noch mehr Verordnungen herausgegeben am. Okay, also da haben die Jungs mal was zu tun gehabt, denke ich. Da würde ich sagen, da kann man mal damit leben, dass sie sich ein bisschen Zeit lassen mit der Fertigstellung der Geschichten. Ja. Alles klar. Nur nicht, wer schuld ist. Also wie es passiert ist, ist klar, aber wer letztlich den schwarzen Peter kriegt, ist nicht so ganz raus. Mal schauen. Dann danke ich euch wieder mal fürs... Ja, wofür danke ich euch eigentlich? Ich bespaße euch hier. Ihr müsst mir danken, sagt der Mann, der seine Kamera auch weiterhin selber ausschalten muss. Warum eigentlich?